Die Hallener Pernerinsel war kürzlich Schauplatz einer außergewöhnlichen musikalischen Begegnung. Nicht nur das Salzburger Landesblasorchester, sondern auch die Abtenauer Popmusikerin und Starmania-Gewinnerin Anna Buchecker gab sich an diesem Abend die Ehre. Die Musiker kombinierten ihre unterschiedlichen musikalischen Fähigkeiten zu einem gemeinsamen Benefizkonzert. Das Ergebnis war ein mitreißender Mix aus Klassik, Musical und Popmusik für einen guten Zweck. Ein Blasmusikorchester und ein Popstar. Eine Kombi, die funktioniert? Und wie? Das beweisen das Landesblasorchester Salzburg und die Jazz- und Popsängerin Anna Buchecker an diesem Abend auf der Pernerinsel in Hallein. Im ersten Teil des Abends wird einer Uraufführung Raum gegeben. Zum ersten Mal wird das Stück »Die Tränen der Eurydike« des jungen Komponisten Andreas Ziegelbeck live vor einem Publikum gespielt. Ein anspruchsvolles Werk für Musiker, dem ein interessanter Entstehungsprozess vorausging. Also der Prozess bei diesem Stück war tatsächlich etwas länger als sonst, weil sich's über einige verschiedene zeitliche Stadien entwickelt hat. Das Stück ist zuerst sehr lange in der Schublade gelegen mit ungefähr den ersten zwei Abschnitten. Und als dann aber tatsächlich das Interesse seitens des Salzburger Landesblasorchesters bekundet wurde, war es dann soweit, dass ich es fertigstellen musste und habe es dann auch mit dem Dirigenten gemeinsam in Zusammenarbeit noch teilweise überarbeitet. Also insgesamt hat sich die Arbeit an diesem Stück schon über ein halbes Jahr sicherlich gezogen. Nicht nur die musikalische Leistung beeindruckt, sondern auch die Arbeitsweise von sogenannten Auswahlorchestern, wie das Salzburger Landesblasorchester eines ist. Eine normale Blaskapelle probt jede Woche wahrscheinlich, im ganzen Land gibt es 150 Blaskapellen. Das Salzburger Landesblasorchester ist wirklich auf Landesebene, das heißt, das ist eine Kooperation zwischen dem Blasmusikverband, zwischen den Kapellen, zwischen dem Mozarteum-Orchester, zwischen dem Mozarteum und da sind wir natürlich unter Militärmusik Salzburg und da sind natürlich kommen die besten Musiker vom Land zusammen und machen da einfach ein kurzes, knackiges Projekt, so 3 Wochen. Und dann wird das auf die Bühne gebracht. Wir haben 6 Proben gehabt. 6 Proben gehabt, und aber die Leute haben gewusst, was die erwartet. Und die haben wirklich viel Energie und Kraft gegeben für dieses Konzert. Im zweiten Teil folgten nicht nur bekannte Musicalstücke, gesungen von Starmania-Gewinnerin Anna Buchecker. Es wurde auch ein selbstgeschriebenes Lied der Abtenauer Musikerin gemeinsam mit dem Orchester umgesetzt. Ein besonderer Moment für die Sängerin. Es ist natürlich doch ein anderer Vibe und natürlich ist es viel bewegender, weil halt auch jede Menge Schall und jede Menge Klang auf einen zukommt und es trifft einen viel mehr. Es trifft mich natürlich dann auch. Also ich finde, ich kann einfach nur mal ganz anders Musik machen, wenn ich begleitet werde und wenn dann auch noch so ein Meer an Tönen auf mich zukommt. Eine Symbiose aus Klassik, Musical und Pop auf höchstem Niveau und das für einen guten Zweck. Alle Einnahmen kommen Hilfsprojekten des Rotary Clubs Hallein zugute. Die Standing Ovations des Publikums sprechen sich für eine Wiederholung des Musikabends aus.